Schneller, Gerald! Halt im Sattel wie zu Hause. Mach den Weg frei! Mach den Weg frei, sage ich! Schneller! Wir müssen zum Austragungsort des Spiels. Die Teilnehmer müssen das Horn eines Einhorns, einen goldenen Fisch und das Ei eines Phönix finden. Dann können sie schlussfolgern, wo der Hase Milton sich verbirgt. Das heißt, wir müssen diese Dinge finden? Wir haben keine Wahl. Aber es muss schnell gehen, also brechen wir die Regeln. Oh. Nein, lieber doch hier lang. Ich zeige dir, wo die Jagd stattfindet. Dann teilen wir uns auf. Du besorgst das Horn des Einhorns und den goldenen Fisch. Ich hole das Ei des Phönix. Das geht am schnellsten. Goldener Fisch. Brauche ich eine Angel oder ein Netz? Bitte, Geralt. Es ist kein echter Fisch. Schau dort beim Wasser. Siehst du die Lichter? Die Schatzsucher versuchen von Booten aus den Fisch zu fangen. Du musst einfach reinspringen und ihn finden. Wie soll ich denn das Einhorn fangen? Es ist sehr scheu, aber du gewinnst schon irgendwie sein Vertrauen. Da drüben läuft es herum. Schau. Der goldene Fisch und das Horn enthalten Hinweise auf Miltons Versteck. Wenn du beides hast, komm zu mir. Ich bin bei den anderen Eierjägern. Alles klar? Dann an die Arbeit. Keine Schlägereien. Lang lebe Herzogin Anna Henrietta. Vielleicht geht es mit einem Apfel oder Süßigkeiten. Wir wären nicht in dieser Bredouille, wenn du noch Jungfrau wärst, liebe Schwester. Willst du wirklich schon wieder damit anfangen? Jetzt und hier? Psst, sonst kriegt die Bestie ja Angst. Wir probieren es mit den Süßigkeiten. Hallo Leute, ich muss euch leider den Spaß verderben. Wer ist das? Plötze mag auch kein Brot, nur altes. Plötze mag Möhren. Vielleicht mag das Einhorn sie auch. Das ist eine Unverschämtheit, sag ich. Das ist gegen die Regel. Was hältst du von einer köstlichen Karotte? Die Gärten sind riesig. Ich reite besser.
Seht den furchtlosen Zampano von Bellhaven! Ein Feuerschlucker? Wer hat ihn eingeladen? Er wurde von einem Drachen. Kunst ist nicht das Brot, sondern der Wein des Lebens. Der goldene Fisch müsste ja zu finden sein, wenn ich unter Wasser bin. Was zum Teufel? Ist da gerade jemand ins Wasser gesprungen? Vielleicht ist das richtig. Ist das nicht richtig? Wer ist dieser Mann? Hey, warte. Halt, es ist wichtig. König Cormoran, Herr, nimm dieses Opfer von uns an. Lass dein gnadenreiches Auge über uns wachen und offenbare uns seine Geheimnisse. Der silberne Mond zieht seine Bahn. Ich warte geduldig auf jenen Mann oder jene Frau, der das Stück gelingt, die genau den rechten Tribut mir bringt. Ein Schlüssel. Verfluchter Trottel! Er hat das Spiel verdorben!